Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cities XXL. Und die Spieler wurden erhört. Ich kann mit WASD die Karte bewegen, ohne einen Mod zu installieren. Ist das nicht herrlich? Vielen Dank dafür, liebe Entwickler. So, wir haben hier noch so ein paar kleine Probleme. Ja, verliert schnell Geld, Insolvenz steht bevor. Die Frage ist, ist das zu viel für die da? Was ist hier? Das Gebäude verliert Geld. Zufriedenheit mit Steuern. Zahlt überhaupt keine Steuern. Qualität des Lebensumfeldes. Okay, das kriegen wir hin. Wir können das ja mal hier so ein bisschen. Luxuriöser Platz. Immer so bis da. Dann dürfte das Umfeld doch auf jeden Fall schon mal schöner wirken. Dann machen wir diesen Platz auch noch auf die Seite. Das ist aber, glaube ich, ein bisschen groß geworden, oder? Ja. Das gefällt mir überhaupt nicht. Den muss ich mal entweder wegmachen. Sorry, das gefiel mir nicht. So, was haben wir denn wieder? Erstmal wieder keine Angestellten und hier Einzelhandel schwer zu verkaufen. Rot, ich sehe überhaupt keine Roten mehr. Sieht doch alles gut aus. Reduzieren Sie die 0%. Ja, das Interface ist, glaube ich, zu groß eingestellt. So, aber hier unten. Was haben wir denn da wieder für ein Problem? Eigentlich ist da gerade erstmal kein Problem. Ah, qualifizierte Arbeiter. Qualifizierte Arbeiter. Also, wir haben mal wieder Platz für qualifizierte Arbeiter. Kriegen wir hin. Bauen wir sowieso hier ständig weiter aus. So, oh, was ist das denn? Gebäudefilter ein- und ausblenden. Baumodus umschalten. Ah, das ist auch neu hinzugekommen. Man kann den Filter endlich ausblenden. Sehr schön. So, qualifizierte Arbeiter, hohe Dichte. Eckig. Einspurig nicht, sondern große Allee. Machen wir einen Dreierblock. Warum nicht? Und machen wir direkt noch einen Dreierblock daneben. So. Dann verbinden wir das Ganze mal mit einer großen Allee, schick geschmückt, nach hier unten. Und dann gucken wir mal, wie es hier so aussieht. Ich habe das Gefühl, uns fehlen mal wieder Büros. Strom fehlt, Büros fehlt gar nicht. Tourismus. Tourismus, Hightech, Kraftstoff. Müssen wir noch einen importieren. Jetzt importieren wir schon zweimal Kraftstoff. Wir haben das hier schon mit dem Kraftstoffproduktion Erhöhung, ne? Ja, haben wir schon gebaut. Hier für schäbige Wohnblocks. Aha. Sieht auch nicht so schön aus. Was sind das denn? Qualifizierte Arbeitsplatzsituation ist nicht zufriedenstellend. Das verstehe ich nicht. Weil es sind überhaupt keine Arbeitslosen, es ist eher im Gegenteil. Hier sind bei den Spitzenkräften. Da haben wir eher ein Problem. Na gut. Wir wollten uns, ja, das verstehe ich immer noch nicht. Gut, das läuft. Da ziehen ja jetzt welche ein. Ist das zu weit weg oder was ist das Problem da? Oh, hier ist eins zu. Der Chef muss das Land verlassen, um seiner Ex-Frau zu entkommen. Das hatten wir schon mal.
Ja. Was haben wir hier? Ja, da hat er mich jetzt, da hat er mich gefragt, ob ich mein Windows-Farbschema umändern möchte. Ich hasse das. So, Gebäude keine Angestellten. Wieso? Hä? Es gab einen Mangel an Führungskräften, es gab einen Mangel an Ungelernten. Das gibt's doch gar nicht, ey. Die wollen alle nicht arbeiten, glaube ich, habe ich das Gefühl. Entweder ist das zu weit weg. Mangel an Führungskräften. Ja, ein bisschen stimmt's ja, aber das ist jetzt auch nicht so krass. Wie viel haben wir denn? 205.000. Wow. Führungskräfte, das ist ja höchstens mittlere Dichte. Da können wir noch mal ein bisschen was nachpacken, aber wirklich nie, ganz wenig. Was sind das hier auch? Führungskräfte, ja. Arbeitsplatzsituation ist unzufrieden. Ja, nicht zufriedenstellend, verstehe ich nicht. Was heißt der blaue Weg jetzt? Ist das der Weg zur Arbeit oder was? Dann wäre der ja ziemlich weit. Ja, das sieht so aus, ne? Ich glaube, die sind einfach zu weit weg. Oder wir warten mal. Lassen einmal schnell laufen und gucken mal. Es ziehen ja jetzt noch ein paar nach. Ja, die ziehen ja da auch noch aus langsam. So, freistellen haben wir hier immer noch 3%, 3%, 3%. Da haben wir schon alles belegt. Qualifizierte. Nee, Führungskräfte waren das, mittlere Dichte. Was machen wir denn da? Ich glaube 5, ne? 5 sieht ganz gut aus. 5, kleine Allee. Passt das? Ja. So, und hier sind die Leute mal wieder unzufrieden mit dem Freizeitangebot und sowas. Gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier im Lebensumfeld? Können wir da nicht noch ein bisschen was Schöneres machen? Betriebskosten 3000. Und da noch einen zweiten hin. Und den Rest machen wir ringsherum grün. Dann wird das einfach so ein schönes Feld in der Mitte. Auf jeden Fall sollte das hier schon mal. Ja, das passt nicht ganz, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Es ist ja auch nur so ein bisschen für die Optik. So. Wenn man da ein bisschen genauere Informationen haben könnte. Aber jetzt passt das hier unten. Ja, die fangen jetzt hier an zu arbeiten, ne? Okay, dann sind wir da wahrscheinlich jetzt fast auf 0. Qualifizierte auf 1% und da noch immer auf 3. Okay. Wir müssen sowieso nachlegen. Jetzt machen wir es mal ganz anders. Wir hatten doch hier noch auch noch Minus. Tourismus, sehr gut. Hightech-Industrie, Strom, Wasser auch. Oh. Na gut, Wasser können wir hier nicht mehr viel machen. Gut, Hightech. Kriegen wir hin. Aber ist das nicht Hightech hier? Die wird bald ein Unternehmen einziehen.
Okay, die kommen gerade. Hightech haben wir schon genug Platz hier eigentlich. Qualität des Lebensumfelds. Jetzt haben wir es auf jeden Fall ein bisschen grüner hier gemacht. Vielleicht ist das für die ja auch wichtig hier. Weiß es nicht. Wir werden sehen. Okay. Ja. Sind wir hier nachgezogen? Ja, hier ist auch schon wieder Mist. Schiff muss das Land verlassen. Qualität des Lebensumfelds. Jetzt geht's denen schon wieder gut. Ja, wir lassen natürlich jetzt auch gerade auf schnell laufen. Ne? 1-1. 99%. Ja, wir brauchen auf jeden Fall was für Führungskräfte. Wir bräuchten aber auch noch Dekoration nicht. Bonus. Industrie, Hightech-Büros, Produktionsgewerbe, hohe Dichte. Haben wir noch gar nichts gebaut. Oder? Doch, das ist Produktionsgewerbe, ne? Ja, da haben wir schon welche gebaut. Okay. So. Das ist alles okay. Da haben wir auch schon welche gebaut. Ach ja, Tourismus. Genau. Business, sondern Urlaubshotels. Da haben wir auch noch ganze Menge. Was haben wir denn da? Führungskräfte, qualifizierte, ungelernte. Großhotel. Luxuriöse Suiten für viele Gäste. Oh, ist aber rot. Nanu. Ah, hier oben. Okay. Dann kommt doch, können wir doch mal hier eins hinbauen. Und da sollten wir vielleicht auch gar nicht mehr hinbauen. Machen wir mal eine kleine Straße direkt zum Hotel. Ich hoffe, das reicht ja mit dem Hotel an Anbindung. Wir machen es mal so und dann. So. Und wer die letzten Folgen gesehen hat, weiß schon, was ich jetzt vorhab. Wir machen jetzt hier wieder. Was nehmen wir denn da diesmal? Luxuriöser Platz. Okay, weiter geht's nicht wegen dem Wasser. Ist aber okay. Und jetzt machen wir die Straßen wieder weg. Und dann sieht das so aus. Sehr schön. So, Tourismus. Bringt ein Hotel was im Tourismusbereich? Tatsächlich. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir einfach noch ein zweites Hotel. Was haben wir denn noch Schönes? Was noch was Großes? Achso, Urlaubshotel wollte ich machen. So, das haben wir gebaut. Großes irgendwas Hotel. Bauen wir auch mal hier hin. Dann machen wir gleiche Spielchen. Ich glaube, da dürfen wir auch nicht zu viele in der Nähe bauen, sonst mögen das die Hotels nicht. Machen wir eine Rundstraße ringsherum.
Und dann, da habe ich noch eine Idee, da machen wir hier so eine kurvige Geschichte raus. Ist nicht ganz so, wie ich es mir das jetzt gedacht habe, aber es geht schon. So, das ist der Weg zum Hotel hoch. Warum sind eigentlich hier so viele Autos unterwegs? Hier geht es doch nirgendwo hin. Komisch. Hotels, was? Seinen schlechten Ruf bei Urlaubshotels? Was? Wieso das denn? Da. Das sind auch Urlaubshotels. Ich glaube, der Ruf wird gerade besser. Kann das sein? Ich glaube schon, ne? Ich sehe jetzt zumindest nichts mehr, was irgendwie schlecht ist. Was ist da denn passiert? Man weiß es nicht. Gut, das wird sich hoffentlich gleich verbessern. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, wir sind mit der Zeit durch, weil jetzt hatte ich ja diesen kleinen Aussetzer. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Cities XXL. Bis dann, tschüss.